hörspielprojekt.de. Die Community der Hörspielmacher. Dem Alltag entfliehen, lang gekanntes neu entdecken. Du fährst nach Berlin, nur einen Tag die Regeln brechen und einfach entfliehen für eine Nacht, geheimnisvolles Rendezvous in Berlin. Karin Giese freut sich auf das Wochenende. 2 Tage in Berlin im 5-Sterne-Hotel. Einfach nur sie selbst sein. Shoppen, Wellness, lecker essen gehen, ausschlafen und ganz wichtig, keine Kinder. Die Flucht aus dem Alltag als Mutter und Frau. Ich begrüße Sie im Hotel Adlon Berlin, Madame. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise. Ja, danke sehr. Der Zug von Frankfurt fährt direkt durch. Und Ihr Chauffeur hat mich ja direkt auch vom Bahngleis abgeholt. Adlon verpflichtet. Ihre Koffer habe ich schon auf die Suite bringen lassen. Die Termine für Ihre Anwendung in unserem Spa-Bereich haben wir gerne für Sie aufgelistet und in Ihrer Suite bereitgelegt. Und damit wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Hotel Adlon. Wir hoffen, Sie werden sich hier sehr wohlfühlen. Danke sehr, das werde ich sicher. Es fängt ja schon alles fantastisch an. Tom, würden Sie die Dame bitte auf Ihre Suite bringen? Sehr gerne, wenn Sie mir bitte zu den Aufzügen folgen würden. Dankeschön. So, die Dame, ich darf Ihnen noch kurz Ihre Suite zeigen. Ja, danke sehr. Hier im vorderen Bereich befindet sich das Entree mit dem Sitzbereich. Mhm. Und hier ist der Schlafbereich. Ja, schön. Und sehen Sie nur den herrlichen Blick auf das Brandenburger Tor und den Pariser Platz. Sehr schön, wirklich. Wie Sie sehen können, hat die Hausdame bereits ihre Garderobe in die Schränke geräumt. Mhm. Und hier ist das Bad. Falls Sie noch etwas brauchen sollten, erreichen Sie mit der 0 über das Telefon den Concierge. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Dankeschön. Karin ist glücklich. Die nächsten 5 Stunden gehören nur ihr. Sie zieht sich für den Spa-Bereich um, schlüpft in den Bademantel und begibt sich in die Hände der Kosmetikerin, des Friseurs und vor allem in die Hände des Masseurs. Einige Stunden sind vergangen und Karin hat ihre Zeit im Adlons Bar mehr als genossen. Jetzt kann der Abend kommen. Sie zieht sich ihre neue Unterwäsche und das sündhaft teure schwarze Kleid an, welches sie sich extra für dieses Wochenende gekauft hat. Vor dem großen Spiegel dreht und bewundert sie sich selbst. Frau Giese, ich muss sagen, Sie sehen einfach umwerfend aus. Sie nimmt ihre Klatsch, kontrolliert noch einmal das Make-up und verlässt die Suite.
Karin schreitet durch die Lobby auf die Bar zu. Sie sieht in ihrem Kleid einfach atemberaubend aus, was ihr die Blicke der ihr folgenden Männeraugen auch bestätigen. Guten Abend, die Damen. Was darf es denn für Sie sein? Guten Abend. Ich hätte gerne einen Aperitif. Können Sie mir da einen empfehlen? Ich kann Ihnen einen Manhattan oder einen Campari Orange empfehlen. Dann nehme ich gerne den Campari. Bitte sehr, die Dame. Bitte sehr, die Dame. Und Sie dürfen sich als eingeladen betrachten. So schnell schon einen Drink aufs Haus? Leider war der Herr dort hinten an der Bar etwas schneller als ich. Karin dreht sich um und sieht am Ende der Bar einen gut aussehenden Mitdreißiger im Anzug. Er hebt sein Glas und prostet ihr zu. Karin erwidert. Prost. Herzlichen Dank. Der sieht nett aus. Aus den Augenwinkeln sieht sie, wie der Mann seinen Platz an der Bar verlässt und mit seinem Drink in der Hand auf sie zukommt. Guten Abend, die Dame. Ist es mir gestattet, neben Ihnen Platz zu nehmen? Also, noch ist der Platz nicht besetzt. Herzlichen Dank. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Matthias Lohmann. Freut mich. Mein Name ist Karin. Karin Giese. Ein schöner Name. Karin. Was machen Sie hier in Berlin? Ich bin auf der Flucht. Auf der Flucht? Vor wem oder was? Vor allem vorm Alltag. Mal wieder für mich sein. Oh, das hört sich spannend an. Würde ich auch gerne mal tun. Vor wem oder was würden Sie denn gerne flüchten? Dem Job, der Arbeit. Ja, und wie Sie würde ich gern einfach den Alltag wieder einzigartig werden lassen. Familie? Ja. Und Sie? Auch. Aber lassen Sie uns über was anderes reden. Wie gesagt, psst, ich bin doch auf der Flucht. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne Ihr Fluchthelfer des heutigen Abends sein. Haben Sie denn nichts anderes vor an einem Freitagabend? Ich bin hier auf einer Tagung und muss erst morgen wieder um 9 Uhr im Konferenzsaal mein Gesicht zeigen. Das hört sich gut an. Sind Sie eigentlich auf Ihre Flucht vorbereitet? Ich meine, mit leerem Magen hält man so eine Flucht nicht lange durch. Und da ich Ihr Fluchthelfer bin, würde ich Sie gerne zum Essen einladen. Was halten Sie davon? Ich sehe, Sie haben schon Erfahrung als Fluchthelfer gemacht. Und Ihre Idee findet durchaus meine Zustimmung. Oh nein, ich schwöre Ihnen, da habe ich noch keinerlei Erfahrung in dieser Hinsicht gemacht. Also, was darf es denn sein? Mediterran? Französisch? Japanisch-thailändische Küche? Oder exklusiv? Ich bin da ganz offen. Ich denke, ich habe Sie ja schon, ich darf sagen, bestaunt, als Sie in die Bar gekommen sind. Diese exklusive Erscheinung braucht auch den entsprechenden Rahmen. Ich gebe mich da ganz in Ihre Hände. Ich darf mich kurz entschuldigen. Ich werde beim Concierge mal nachfragen, ob sich da etwas machen lässt. Bin gleich wieder da. Darf ich noch etwas für Sie tun oder ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Nein, danke, alles bestens. Jetzt werde ich erst einmal nett zum Essen ausgeführt. Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Dankeschön. Matthias Lohmann führt Karin Giese am Arm ins mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnete Lorenz Adlon-Esszimmer. Ein mit 6 Tischen übersichtlichen Gourmet-Restaurant im Adlon-Hotel. Einen schönen guten Abend, die Dame und der Herr. Darf ich den Namen erfahren, auf den reserviert wurde? Herzlichen Dank. Lohmann ist mein Name. Sehr gerne, Herr Lohmann. Darf ich die Dame und Sie zu Ihrem Tisch begleiten? Der Maître führt sie zu einem Tisch am Fenster mit dem Blick auf das abendliche Brandenburger Tor und hilft Karin, am Tisch Platz zu nehmen.
Danke sehr. Gerne, die Dame. Der Commis de Reims wird gleich zu Ihnen kommen und das Menü mit Ihnen besprechen. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Danke. Danke sehr. Einen schönen guten Abend, die Dame, der Herr. Ich darf Ihnen das heutige Menü vorstellen. Als Vorspeise gibt es einen Thunfisch auf gefrorenem Olivenöl, gefolgt von Spaghetti Frutti di Mare. Zur Hauptspeise reichen wir Ihnen ein geschmortes Rippenstück vom Nebraska-Rind und der Abschluss wird gekrönt von einem Coarib-Chocolat-Creme-Eis an Lorbeer. Zu den einzelnen Gängen betreut Sie an unser Sommelier und wird Ihnen die passenden Weine zur Auswahl vorstellen. Das hört sich wirklich sehr gut an. Oder was sagen Sie? Bei diesem Menüvorschlag kann ich Ihnen nicht widersprechen. Sehr gerne, die Herrschaften. Wie war Ihr Tag heute? Es war einfach nur entspannt heute. Die beiden unterhalten sich über Gott und die Welt, lachen und flirten miteinander. Nur ein einziges Thema wird nicht angesprochen. Die reale Welt. Der Alltag, den die beiden zu Hause gelassen haben. Wissen Sie, es ist einfach so schön, dem ganzen Stress zu entfliehen und einfach nur den Abend zu genießen. Für diesen Schokoladen-Coarib würde ich töten. Dankeschön. Das Kleid habe ich gestern Abend gekauft. Ich fand das Musical auch sehr schön. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Es war traumhaft. Traumhaft lecker. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal so gut gegessen habe. Dankeschön. Ich habe zu danken. Ein leckeres Essen. Eine wunderschöne Frau, mit der ich es genießen durfte. Jetzt wird mir warm. Ich glaube, etwas frische Luft würde mir jetzt gut tun. Oh, gerne würde ich mich Ihnen als Begleiter anbieten, wenn Sie nichts dagegen haben. Eine Dame lässt man nicht so gern allein über die Straße laufen. Hätten Sie sich jetzt nicht angeboten, würde ich darauf bestehen. Sie sind ja schließlich mein Fluchthelfer, oder nicht? Obwohl, was ist gefährlicher? Die Straßen Berlins oder das Spiel mit dem Feuer? Fürs Erste die Straßen von Berlin. Und sollte es zu heiß werden, werden wir uns dann darum kümmern. Ihm steigt schon wieder der Duft ihres Parfums in die Nase, was ihm schon in der Bar mehr als angenehm aufgefallen ist. Auch Karin lässt die Nähe von Matthias hinter sich nicht unberührt. Der leichte Luftzug durch sein Ein- und Ausatmen bewirkt eine Gänsehaut in ihrem Nacken. Sie hakt sich bei ihm ein. Etwas näher und fester als noch zuvor und er führt sie aus dem Restaurant durch die Lobby auf die Straße. Der Frühsommer hat die Stadt leicht erwärmt und auf dem Pariser Platz ist es ruhiger geworden. Nur noch wenige Leute hat es unter die Linden gezogen. Karin und Matthias genießen die frische Luft und schlendern zum Brandenburger Tor, welches jetzt erleuchtet unter dem sternklaren Himmel besonders schön hervorgehoben wird. So ein paar Schritte zu laufen tut richtig gut, oder? Da haben Sie recht. Man tut es einfach viel zu selten. Im Grunde findet man immer wieder eine Ausrede, warum es auf der Couch doch viel angenehmer ist. Angenehmer wäre es auch, wenn wir uns endlich mit dem Vornamen ansprechen. Dieses Sie macht es doch sehr unpersönlich. Richtig. Ja, das ist schon längst überfällig. Karin.
Beide gucken sich an und kommen sich immer näher. Und ihre Lippen berühren sich ganz vorsichtig. Sie lösen sich, um sich danach wieder intensiver zu küssen. Hallo, mein Herr. Sie sind verheiratet. Ja, und jetzt zählt nur das Wir. Und wenn die Sonne wieder am Himmel steht, hat uns die reale Welt wieder. Karin kuschelt sich in seine Arme und würde am liebsten im Hier und Jetzt verweilen. Sie zittert leicht. Sag mal, frierst du? Ein bisschen. Aber das sind auch die Gefühle, die mich gerade überrennen. Ich bin schon lange nicht mehr so glücklich gewesen. Matthias zieht seinen Sakko aus und legt es Karin zärtlich über die Schultern. Na komm, wir gehen wieder zurück. Ja, es ist schon spät. Und du musst ja auch morgen zu deiner Konferenz. Leider. Eng aneinander gekuschelt, gehen sie langsam zum Hotel zurück. Ganz langsam. Denn jeder Schritt bringt sie wieder zurück zur Realität. Guten Abend. Guten Abend, Frau Giese. Wir hätten gerne unsere Schlüssel. Sehr gerne. Moment. Bitte schön. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nachtruhe. Danke sehr. Danke sehr. Ja, einen Moment, ich schaue mal. Einen Moment. Da sind wir nun. Ich danke dir für diesen wunderschönen Abend, Königin der Nacht. Bitte? Zimmerservice. Ihr Frühstück. Ja, kommen Sie rein. Schönen guten Morgen. Ich habe doch kein Frühstück bestellt. Herr Lohmann hat das Frühstück für Sie bestellt und diesen Brief für Sie abgegeben. Hallo, Königin der Nacht. Die letzte Nacht war einfach unbeschreiblich. Ich werde sie für lange Zeit in Erinnerung behalten. Ich war so frei, dir ein Frühstück zusammenzustellen, damit du deinen Shoppingtrip in die Stadt nicht mit leerem Magen beginnst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich liebe dich.
P.S. Das war der schönste Hochzeitstag aller Zeiten, auch wenn meine Firma die Konferenz ausgerechnet an diesem Wochenende abhalten musste. Von Peter Struck. Die Sprecherinnen und Sprecher in der Reihenfolge ihres Auftritts. Erzähler: Marcel Ellerbrock. Concierge: Michael Gerdes. Karin Giese: Melinda Rachwal. Page: Felix Bartucic. Barkeeper: Jan Münter. Matthias Lohmann: Matthias Ubert. Maître: Frank Schmidt. Commis de Rang: Dennis Oberhach. Rezeptionistin: Julia Bartel. Zimmerservice: Christine Mecker. Musik: Holger Rückert und Kaya Dogan. Lektorat: Jacqueline Alt. Grafik und Layout: Irka Schüller. Produktionssupport: Georg Britzko. Credits: Julia Bartel und Peter Struck. Sounds: freesound.org, bagus.org, Paul Burkhardt, Michael Gerdes, Jan Münter und eigene. Autor, Schnitt und Regie: Peter Struck. Das Hörspiel Die Flucht unterliegt der CC-Lizenz 3.0 und darf nicht kommerziell genutzt werden. Das gesamte Hörspiel darf nicht bearbeitet werden und nur unter gleichen Bedingungen weitergegeben werden. Die Nutzung ist nur unter Angabe des Urhebers gestattet. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich bei meinem Debüt unterstützt haben, sowie ihre Stimme anvertraut haben. Ein besonderer Dank geht natürlich an meine Frau und meine Töchter, die mich in der letzten Phase der Produktion nur von hinten vorm PC sitzend gesehen haben. Und natürlich allen, die ich hier nicht namentlich erwähnt habe. Danke.